Liebe Kinder, liebe Jugendliche und Erwachsene, Künstler und Betrachtende, allesamt hoffentlich Genießende, seid herzlich willkommen zur Kikumenta 4, dem Kunstlabor für Lebenskunst oder besser gesagt, dem großartigen Kinderkunstfest im Königsteiner Kurpark für kleine und für schon größere Menschen. Mein Name ist Micky Wiese und ich bin Eventpastor und Life-Coach. Manche kennen mich vielleicht aus dem Trainingsraum der Altkönigsschule in Kronberg, andere vielleicht aus der letzten Ausgabe des Taunusboten. Über den Taunusboten kam ich jedenfalls zur Kunstwerkstatt Königstein. Und die ersten Bilder, die ich dort im Büro gesehen habe, waren Bilder von Kindern auf den Spuren von James Rizzi, dem leider viel zu früh verstorbenen amerikanischen Pop-Art-Maler. James Rizzi jedenfalls hat immer gesagt, Kunst und Spaß sind höchst ansteckend. Je mehr Kunst man macht und je mehr Spaß man hat, desto mehr bekommt man zurück. Und ich finde, er hat recht. Und wir wünschen euch und uns von ganzem Herzen, dass wir alle das heute erleben können. Kikumenta heißt nämlich genau das. Eine Menge Kunst und eine Menge Spaß. 8 Künstler aus der Region haben sich mit ganz vielen Kindern und Jugendlichen lang vorbereitet, damit wir heute diese Kikumenta 4 mit ihren verblüffenden Installationen genießen dürfen. Kikumenta 4, 1997, 2002, 2007 und jetzt 2012. Immer parallel zur Documenta in Kassel, der weltweit bedeutendsten Reihe von Ausstellungen für zeitgenössische Kunst. Die Documenta 13 hatte bereits letzte Woche Eröffnung. Und ich glaube ja, die haben das deswegen gemacht, damit die ganzen Künstler, Kunstkritiker und sonstigen Erwachsenen diese Woche Zeit haben, nach Königstein zu kommen und die Kikumenta zu besuchen. So, jetzt hieß es in der Ankündigung, dass ich mit einer kleinen Eröffnungsrede einen weiten Bogen spannen will zwischen Kunst und Leben. Das will ich heute mit einer Wortcollage versuchen, einem Kommunikationsmosaik, zusammengesetzt aus Zitaten von modernen Künstlern, Geschichten und Gedankenanstößen. Aber keine Angst, es soll nicht länger als 10 Minuten dauern. Mal sehen, ob das klappt. Die Kikumenta 4 steht auch ganz im Zeichen der Kommunikation. Und die Kinder haben mit den Künstlern geforscht, wie man auf unterschiedlichste Art und Weise Sachen sagen kann, so dass andere die auch verstehen. Das Leitmotiv der Kikumenta 4 ist Kunst als Spielraum und Kommunikation im Alltag und im Miteinander. Das hätten die Erwachsenen bei der Documenta 13 vielleicht auch ganz gut gebrauchen können. Die kindliche Leichtigkeit des Spiels und die kommunikative Reife des Miteinanders. Die hatten im Vorfeld nämlich schon einen Streit, weil sie nicht verstehen konnten, dass die katholische Kirche zur selben Zeit in Kassel noch eine andere Kunstausstellung macht mit dem Titel Menschenbilder. Davon fühlte sich die Chefin von der ganzen Documenta 13, die Carolyn Christoph Bakagiev, richtig gehend bedroht. Da hätte sie vielleicht einfach mal unsere Trompete für Furchtlosigkeit gebraucht, die Matthias Heidel heute in einem Baum installiert hat und die wir nachher zum Klingen bringen wollen. Denn so wie die Posaunen von Jericho Mauern zum Einsturz gebracht haben, wollen wir heute auch Mauern einreißen, die uns voneinander trennen, trennende Mauern des Denkens, Mauern der Sprachlosigkeit und überhaupt Mauern zwischen Menschen. Und vielleicht hört man unsere Trompete für Furchtlosigkeit bis nach Kassel, damit es dort tatsächlich Collapse and Recovery geben kann, Zusammenbruch und Wiederaufbau. Denn Kunst ist doch schließlich dazu da, hat Picasso mal gesagt, um den Staub des Alltags von der Seele zu waschen, damit wir einander und das Leben wieder klar und ohne Angst sehen können. Es gilt, Begeisterung zu wecken, denn Begeisterung ist das, was wir am meisten benötigen. In Kassel wurde die Ausstellung durch den Bundespräsidenten Joachim Gauck eröffnet. Hier wird sie durch den Landrat Ulrich Krebs und Bürgermeister Leonhard Helm eröffnet. Und ihr wisst ja, wenn Politiker irgendwo auftauchen, dann kann man davon ausgehen, dass das eine wichtige Sache ist.
Wenn also zwei Politiker die Kikumenta 4 eröffnen, dann sagen sie, die Politik nimmt die Kunst ernst und sie nimmt die Kinder ernst. Und das ist doch schon mal richtig gut. Und so ist es auch gut richtig, denn Kunst gehört unbedingt zum Leben dazu. Zum privaten Leben genauso wie zum öffentlichen Leben. Ohne Kunst kann man nicht alles sehen. Kann man die Wirklichkeit nicht wirklich erfassen und verstehen. Das hat schon der Maler Paul Klee gesagt. Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern Kunst macht sichtbar. Das heißt, es gibt einfach Dinge, die man mit den Augen nicht sehen kann, obwohl sie da sind. Weil man zu hektisch ist, zu gestresst, zu analytisch oder sonst wie. Kurzum, einfach zu erwachsen. Und dann sieht man die naheliegenden Dinge nicht mehr. Und dazu will ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Nach 3 Studienjahren kommt ein Novize in das Haus seines Lehrers. Er betritt den Raum, platzt schier vor Ideen über die komplexesten Themen der Metaphysik und ist gut vorbereitet auf tiefgründige Fragen, die ihn bei seiner Prüfung erwarten. Aber der Lehrer sagt, ich habe nur eine einzige Frage. Ich bin bereit, antwortet der Schüler ganz aufgeregt. Gut, sagt der Lehrer. Stehen die Blumen im Eingang links oder rechts vom Schirm? Beschämt zog sich da der Novize für weitere 3 Studienjahre zurück. Man sieht eben nur mit den Augen des Herzens gut. Ein Geheimnis, das der Fuchs schon vor langer Zeit dem kleinen Prinzen verraten hat. Und dazu braucht man Ruhe und Aufmerksamkeit. Und dazu hätte der Novize aus der Geschichte eben vielleicht einfach den textilen Innenraum unserer Computerqualle gebraucht, die Dina Rautenberg heute für und mit euch aufgebaut hat. Ihr seht jedenfalls schon, wir haben ganz tolle, spannende Kunstwerke für euch im Programm, die erlebt werden wollen. Und heute gibt's auch keine Museumswächter, die euch vom Nahe rangehen und vom Anfassen abhalten wollen. Heute darf alles angefasst, begangen und erlebt werden. Neben der schon erwähnten Trompete für Furchtlosigkeit und der Computerqualle haben wir noch Schichten aus farbigen Folien, Experimente mit Bewegung und Draht, ein Bildlabyrinth, Windspiele und Klangpendel, Tierobjekte aus Verpackungsmaterial und Buchstabenskulpturen. Und alle diese Dinge warten auf euch. Auf viele kunstbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Manches kann man nicht sofort verstehen. Anderes wird unerwartet sein. Und wieder anderes wird uns in einen neurobiologischen Zustand der Erregung versetzen, wie man wissenschaftlich das Staunen beschreibt. Und genauso soll es auch sein. Die Kikumenta lädt zum Staunen ein. Denn Staunen ist der Anfang von Lobpreis. Wenn man also etwas so überraschend und toll findet, dass man am liebsten allen davon erzählen will und überall davon anfängt zu schwärmen. Boah, das musst du einfach gesehen haben, das kann man nicht beschreiben, das ist einfach so cool. Staunen führt zu Lobpreis und Anbetung im Sinne der Energie, die ein Mensch in der Hingabe der Achtsamkeit für etwas verwendet, das ihm wertvoll ist. Und dann entsteht Erkenntnis. Das Staunen führt zum Lobpreis und der Lobpreis führt zur Erkenntnis. Und in diesem Sinne brauchen wir die Kikumenta und viele andere Kunstausstellungen und Kunstfeste und Kunstlabore unbedingt für alle Bewohner des Hochtaunuskreises. Denn echte Kunst ist stets ein Weg hin zur Erkenntnis. Und darum ist der Umgang mit Kunst immer auch eine Hilfe bei der Auseinandersetzung mit grundlegenden existenziellen Fragen. Der spanische Maler Antoni Tapies drückt es so aus. Ich meine, ein Kunstwerk sollte den Betrachter bestürzen, ihn veranlassen, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Staunt also heute selber und erzählt es dann allen weiter, die ihr kennt, denn alle entstandenen Werke werden bis zum 13. Juli hier im Kurpark stehen bleiben und immer mehr Besucher zum Staunen, zum Lobpreis und zu Erkenntnissen bringen. Und wenn dir einer sagt, Kunst von Kindern, wie soll mich das zum Staunen bringen? Das kann ich doch selber alles viel besser. Dann erzählst du ihm einfach. Alles Liebe, euer Micky.